Aber du bist ein Gott der Vergebung, gnädig und barmherzig. Nehemia, Kapitel 9, Verse 15 bis 17. Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben, als sie hungerten, und Wasser aus dem Felsen hast du für sie hervorgebracht, als sie dürsteten. Und du hast ihnen befohlen, hineinzugehen und das Land einzunehmen, über das du deine Hand zum Schwur erhoben hattest, es ihnen zu geben. Aber sie und unsere Väter wurden übermütig und halsstarrig, so daß sie deinen Geboten nicht folgten, und sie weigerten sich zu hören und gedachten nicht an deine Wunder, die du an ihnen getan hattest, sondern wurden halsstarrig und gaben sich selbst ein Oberhaupt, um in ihrer Widerspenstigkeit in die Knechtschaft zurückzukehren. Aber du bist ein Gott der Vergebung, gnädig und barmherzig, langmütig und von großer Güte, und du hast sie nicht verlassen. In diesem levitischen Gebet wurde den Israeliten vor Augen gestellt, wer sie vor Gott sind und wer Gott ist. Sie haben die Barmherzigkeiten Gottes ignoriert, waren aufsässig, oberflächlich und stur geworden. Sie meinten selbst zu wissen, was sie tun müssen und auch was nicht und was gut für sie wäre. Vielleicht sind wir als heutige Christen manchmal auch so eingestellt. Alles in der Bibel betrifft auch uns heutige Christen. In 2. Timotheus Kapitel 3, Verse 16 und 17 heißt es entsprechend: Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Die Frage ist, wenn es sich so verhält bei uns, ob wir unseren geistlichen Mangel auch wahrnehmen. Körperlichen Mangel erkennen wir meist sehr schnell. Wenn wir Hunger oder Durst haben, sind die Wege kurz, diesen Mangel zu beheben. Sind wir müde, wissen wir, wo wir uns hinlegen können und auch wann. Aber wie ist das bei einem Mangel an geistlichen Dingen? Beten wir noch? Lesen wir noch in der Bibel? Haben wir das Bedürfnis, Gott zu loben und ihm zu danken? Suchen wir noch Gemeinschaft? Und bitten wir noch darum, dass man für uns betet und dass wir auch für andere Christen beten? Sind wir Täter des Wortes oder eher nur Hörer? In unserer Gesellschaft hat sich die Werbeindustrie ganz massiv der Erweiterung unserer Bedürfnisse verschrieben, und nicht selten werden Begehrlichkeiten geweckt, von denen man vorher gar nicht wusste, dass man sie hat. Die Gefahr dabei ist, dass man den ganzen Tag und auch die ganze Nacht über damit beschäftigt sein kann, an seine vermeintlichen Engpässe und gesellschaftlichen Lücken zu denken. Die wirklichen Bedürfnisse bleiben dabei oft auf der Strecke und die Ansprüche werden immer größer. Und wer nicht mithalten kann und will, riskiert Ausgrenzung, Isolation, Überschuldung und manchmal riskiert er sogar seine Beziehung und seine Ehe. Überzogene Erwartungen und falsche Hoffnungen können einem das Leben vermiesen und versauern. Dabei liegt die Lösung manchmal ganz nahe. Wir müssen Buße tun. Wir müssen selber uns im Lichte Gottes sehen. Wir müssen begreifen, dass wir Gott brauchen, dass wir ihn bitten, dass wir uns vor ihm demütigen sollen, dass wir ihm gehorsam sein müssen, dass wir nach seinem Willen fragen müssen und sollen für unser Leben. Das ist oft das Beste, was wir tun können, und nicht meinen, wir müssen dieses und jenes noch tun und viel arbeiten und investieren und delegieren und Konferenzen abhalten und was weiß ich noch alles. Dabei ist die Lösung manchmal ganz nahe, dass wir einfach zur Ruhe kommen, still werden, nach Gott fragen, uns demütigen und einfach beten und Gott bitten, dass er uns hilft, dass er uns die Türen öffnet, dass er mit uns redet, dass wir einfach von uns selber wegkommen und uns an Gott halten und ihn in den Mittelpunkt unseres Lebens wieder stellen. Wie erwähnt, wie sieht es um
unsere Bedürfnisse nach dem Brot des Lebens aus, Johannes 6, 35, und unser Bedürfnis nach dem lebendigen Wasser, Johannes 4, 10. Wie wichtig ist mir Jesus Christus? Das ist letztlich die entscheidende Frage. Wie sieht es aus mit geistlicher Gemeinschaft, die uns wahre Kraft, Hoffnung, Friede, Trost und Auferbauung schenkt? In der Gemeinde, aber sicherlich auch außerhalb. Es ist wahr, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Matthäus 4,4. Davon leben wir. Wie könnten wir das vernachlässigen? Diese Bedürfnisse sollten vor allem anderen stehen. Auch unsere Seele braucht Nahrung und hat ein Verlangen nach Aufmerksamkeit. Manchmal muten wir ihr so einiges zu, was schwer verdaulich ist. Die Seele ist, ich habe das schon öfter mal erwähnt, wie ein Schwamm, der alles aufsaugt und miteinander verbindet und durcheinander wirbelt. Und so ist unsere Seele manchmal ziemlich unruhig. Und das äußert sich auch in unseren Träumen. Und dann wissen wir manchmal nicht, wo oben oder unten ist, oder sehen manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und da brauchen wir einfach Ruhe, Frieden, Gottes Reden und Demut. So manche unterschwellige Unzufriedenheit in unserem Leben als Christ resultiert aus so einer geistlichen Unruhe und Unterernährung. In einem Kommentar zum Eingangstext, und zwar habe ich den bei King's Comments gefunden, steht Folgendes: Der Herr hat sein Volk aus dem Elend erlöst, von ihren Bedrückern befreit, in der Wüste geführt und sie in die Lage versetzt, als sein Volk zu funktionieren. Alle nicht materiellen Voraussetzungen sind erfüllt. Sie stehen an erster Stelle. Nach all diesen Anstrengungen, die der Herr auf sich genommen hat, um das Volk mit dem zu versorgen, was sie brauchen, hat er ihnen in der Wüste auch Nahrung und Wasser gegeben. Zudem hat er ihnen zugesagt, dass sie in das Land kommen werden, das er ihnen geben will. Er hat dafür einen Eid geschworen. Er hat dem Volk also stets geholfen und ihnen eine Perspektive für die Zukunft gegeben. Sie hätten mit allem Nötigen versorgt, von der erfahrenen Unterstützung überwältigt und ermutigt durch das, was er ihnen in Aussicht gestellt hatte, als dankbares und glückliches Volk leben können. Das Gebet der Leviten bekommt hier eine Wendung. Diese Wendung wird mit Aber eingeläutet. Nachdem gesehen wurde, wer Gott ist und wie er in Treue und Gnade mit ihnen gehandelt hat, ist es jetzt nötig, zurückzuschauen auf die Haltung des Volkes seit ihrer Befreiung aus Ägypten. Ihre Haltung der Widerspenstigkeit und des Unglaubens nach all dieser Güte Gottes kommt über uns wie eine kalte Dusche. Eine kalte Dusche wirkt ernüchternd. Das ist nötig, denn wenn wir einerseits die Treue Gottes gesehen haben, müssen wir andererseits auch ein Auge für die Reaktion darauf haben. Diese muss uns beschämt machen. Unsere Beschämung wird noch größer, wenn wir sehen, dass auch die undankbare Reaktion des Volkes von Gottes Seite mit einem Aber beantwortet wird. Er ist trotz ihrer Widerspenstigkeit, ihres Ungehorsams und ihres schlechten Verhaltens weiter in Gnade mit ihnen umgegangen, sowohl in der Wüste als auch im Land. Die Leviten haben ein Auge dafür und lassen mitten in Vers 17 eine neue Aufzählung von Gottes Wohltaten folgen, die nur mehr Verwunderung und Dankbarkeit bewirken kann. Immer wieder finden wir die Wechselbeziehung zwischen dem Aber, das das Handeln von Gottes Volk einläutet, und dem Aber, das Gottes Handeln einläutet. Wie weit ist er doch über das Handeln des Menschen erhaben? Wie völlig anders ist sein Handeln als das des Menschen? Gott ist ein Gott der Vergebung, der Begnadigung. Das Wort für Vergebung steht im Grundtext im Plural. Es ist ein seltenes Wort und kommt sonst nur in Psalm 130 und Daniel 9 vor. Soweit. Vielleicht können wir uns manchmal gar nicht so recht vorstellen, wie das ist, wenn unsere Seele Hunger hat, wenn sie sich nach geistlichen Segnungen sehnt. Und wenn wir von Neuem geborene Gläubige sind, gemäß Johannes 3,3, dann spüren wir auch diesen Hunger danach und haben Freude daran, uns mit geistlichen Dingen zu beschäftigen.
Nehemia forderte die Israeliten auf, in das Land einzuziehen und es einzunehmen. Nehemia 9,15. Im übertragenen Sinne sind das diese geistlichen Segnungen, die wir in Anspruch nehmen sollten. Nicht indem wir nur darauf starren oder darüber diskutieren, sondern damit arbeiten und darüber nachdenken, sprechen, beten, meinen Glauben investieren und einen Nutzen für mich suchen und so weiter. In Epheser 6, Verse 10 bis 20 wird dies ganz konkret und die Frage wird beantwortet, warum wir uns hier bemühen sollten und auch, wie wir das umsetzen können. Wir kennen diese Zeilen und können sie nun unter den genannten Aspekten ganz neu lesen und verstehen und darüber nachdenken. Da heißt es: Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt, und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen, auch für mich, damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. Wenn wir uns hier engagiert zeigen und es ernst nehmen, nehmen wir gleichzeitig das Land ein, was Gott uns geben will. Weder der Kühlschrank, noch der Fernseher oder der Computer, noch die Arbeitsstelle, das Bankkonto oder auch der Partner können so ein geistliches Defizit ausgleichen oder ersetzen. Jeder ist auch ein Stück weit für sich selbst und sich alleine ein Christ. Das bedeutet, wenn ich müde bin, kann ich auch meinem Partner oder Freund nicht darum bitten, für mich zu schlafen und sich für mich zu erholen. Das ist nicht möglich. Jeder Geist und jede Seele steckt in seinem eigenen Körper. Sicherlich sollen wir auch füreinander beten. Das auf jeden Fall. Jakobus 5,16. Aber wenn wir es selbst nicht fertig bringen, uns darum zu kümmern, wie soll meine Seele satt werden und zur Ruhe kommen? Dann werde ich meine Seele versuchen, mit Dingen zufriedenzustellen, die aber letztlich nur mein Fleisch befriedigen und das auch nur für eine kurze Zeit. Das ist ein Fass ohne Boden. Das funktioniert nicht. Im Glauben fest und erwachsen und stabil zu werden, wird so sicherlich nicht funktionieren und klappen. Daher werden wir aufgefordert, Prioritäten zu setzen und uns an das Gebet, das Bibellesen und die Gemeinschaft zu gewöhnen und lieb werden zu lassen. Es wird nicht umsonst sein und auf alles andere einen gesegneten Einfluss haben. Matthäus 6, 31 bis 33 heißt es: Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Und wenn wir mal darüber nachdenken, dann ist es doch oft genau das, was hier genannt wird, womit wir uns viel beschäftigen, essen, trinken und was wir anziehen werden. Und alles, was auch damit irgendwie in Zusammenhang steht, das füllt immer eine Menge Zeit aus in unserem Leben. Das muss nicht verkehrt sein, wenn man auch sich Zeit für Gott nimmt. Und Zeit für die Bibel, Zeit zum Gebet, Zeit für die Gemeinschaft. Dann wird alles andere
uns, wie gelesen, auch zufallen. Dann wird uns das nicht behindern oder ablenken. Dann werden wir uns nicht ständig um das Essen und um das Trinken oder um die Klamotten oder um sonst irgendwas drehen und da viel zu viel Zeit investieren, die woanders weitaus besser angebracht wäre. Nach Gottes Reich zu trachten bedeutet, das ahnt ihr vermutlich jetzt schon, in das Land einzuziehen und es einzunehmen. Das ist eine tägliche Aufgabe, ein guter Kampf des Glaubens, denn unser ungeistliches Fleisch, diese Welt und sündige, dämonisierte Gesellschaft will uns immer wieder aus dem eingenommenen Land herausschmeißen und dies mit dem Argument, dass doch der Glaube nicht so wichtig ist und dass es doch wichtigere Dinge gibt, um die man sich kümmern muss. Und von Seiten der Ungläubigen wird ja sowieso immer wieder behauptet, dass der Glaube alles nur Einbildung ist, dass die Bibel verfälscht ist oder dass das alles nicht so wörtlich zu nehmen ist. Und von Seiten anderer Religionen und religiöser Menschen wird behauptet, dass Jesus Christus eben nicht der Sohn Gottes ist und dass die Bibel ja sowieso nur ein Teil einer göttlichen Offenbarung ist und dass es da ja noch viele andere Dinge gibt, wie den Koran, der angeblich die letzte Offenbarung sein soll. Aber das können wir alles vergessen, das sind alles Lügen, das ist das, was der Teufel den Menschen unterjubeln will. Und deshalb ist es ja auch so sehr wichtig, dass wir als Christen uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, dass wir uns nicht von irgendwelchen Lehren hin und her werfen lassen und beeinflussen lassen, dass wir nicht mehr wissen, was wir glauben und nicht mehr wissen, wo was steht, dass wir einfach in unserer Erkenntnis weit zurückliegen und den Angriffen sozusagen hilflos ausgeliefert sind und nicht Kontra geben können, die Dinge nicht aufdecken können, nicht sagen können, nein, das ist nicht wahr. Die Bibel sagt es anders. Darum müssen wir uns auch geistlich schulen und lernen und nachdenken und Gemeinschaft haben, uns austauschen, hinter die Kulissen schauen und einfach lernen und verstehen, dass wir stark am inneren Menschen werden, dass wir geistliches Vermögen erhalten und Gott ist der Letzte, der uns das vorenthalten möchte. Darum ist es gut, fleißig zu sein, aktiv zu sein und sich jeden Tag auch darum zu bemühen, unter das Wort Gottes zu kommen. Wir sind als in Christus erlöste Menschen nicht mehr von dieser Welt. Wir müssen uns entsprechend auch nicht belügen und verkraulen und betrügen lassen, sondern wir dürfen uns der Wahrheit zuneigen. Wir dürfen uns Jesus Christus zuneigen. Wir sind viel mehr in Gottes Reich zu Hause, in der geistlichen Welt, als in der materiellen und irdischen Welt. Und das sollte uns klar und bewusst werden. Wir sind reich beschenkt. Leider vergessen wir das manchmal. In Römer 8, Verse 31 und 32 schreibt der Apostel Paulus: Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Gott segne euch. Amen.